Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu... Ja, ne? WoW Battlegrounds. Gedönse. Ich hab irgendwie eine Quest, aber irgendwie auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Alles klar. Herzlich willkommen zu World of Warcraft Elitchen Battlegrounds. Es ist mal wieder soweit. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal was auf und wir sind hier an der brodelnden Küste. Das ist eine Rauferei. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Und ich sehe, ich bin nicht der Einzige, dem das anscheinend so geht. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mich jetzt hier ja erwartet, vor allem auch. Ihr seht alle ganz robust aus. Was? Noch ein oder zwei Schurken könnten nicht schaden, aber ihr müsst reichen. Okay. Und ich dachte mir jetzt einfach, hey, ich habe gerade sowas von Lust drauf, endlich mal wieder ein Battleground-Video aufzunehmen. Dann, ja, machen wir das doch einfach. Das Ganze machen wir jetzt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wir müssen Adith sammeln, das steht schon mal definitiv fest. Champions. Auf einer Insel abseits der Küste von Feralas wurden Azurit-Vorkommen entdeckt. Wir müssen sie sichern, bevor die Horde uns zuvor... Wir haben mit dem Schiff die Mitte der Insel erreicht. Sammelt so viel Azurit, wie ihr könnt. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Unter uns befinden sich reiche Azurit-Vorkommen. Geht da runter und sammelt, was ihr wie? Könnt. Wenn euch Horde-Gesindel in die Quere kommt, macht kurzen Prozess. Alles klar. Alles klar. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Okay, jetzt geht die PvP-Rauferei also los. Mega nice bisher. Also sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Die Frage ist nur, wo sind meine ganzen Leute? Der Hunter ist weg. Hunter muss weg. Gute Arbeit, Helden. Wir brauchen aber noch mehr Azurit. Okay, der noch weg. Und weg damit. Okay, wir haben eine neue Stufe erreicht. Sehr interessant. Mach ich jetzt einfach mal. Ich bin außer Reichweite. Okay, also wir müssen Azurit sammeln. Azurit. Okay, wir müssen also Azurit sammeln. Dies machen Möglichkeit so schnell wie nur möglich. Die machen das aber gerade sehr gut, die Hortler. Also die kriegen gerade halt wirklich hart an. Ihr helft uns wirklich weiter. Uns fehlt nur noch ein bisschen Azurit, dann haben wir es geschafft. Okay, ist also gerade sehr ausgeglichen. Denn tschüss. gerade sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Da hat sich wieder Azurit gesammelt. Wir können direkt wieder abbauen. Okay. Das sammelt sich auch so wie... Alles klar, okay. Prinzip geschnallt. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen das, dieses Inselverhalten dann. Da müssen wir das Ganze ja auch machen. Die Sachen sammeln.
das Ganze haben sie jetzt in einem PvP-Bereich auch noch integriert. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wir brauchen aber noch mehr Azerit. Da freut er sich. Okay, cool. Nice. Auf jeden. Nice. Die Frage ist nur, wir bauen weiterhin ab. Wir beginnen aufzubrechen. Können wir jetzt hier die ganze Zeit warten oder was? Und das ist dann noch buggy, glaube ich. Also das kann ich mir so nicht vorstellen. Guck mal, wer da wieder kommt. Vorräte unterwegs. Sammelt sie auf, Champions. Nein! Die gewinnt! Die gewinnt! Nicht. Nein! Nice! Oh, wir haben uns noch was gegeben. Krasse Scheiße. Ey, richtig cool. Macht mega, mega, mega Bock, muss ich sagen. Also es ist echt schon sehr, sehr spannend. Oh. Ihr könnt mich nicht beherrschen. Echt interessant. Cool. Muss ich echt sagen, das macht Fun. Und einmal reinhauen hier und abbauen. Jawohl! Ihr habt dieses Azerite Horde abspenstig gemacht. Hervorragende Arbeit. 1500 brauchen wir noch. Brauchen wir. 1, 2 haben wir. Geht es schneller, wenn da mehrere dran klopfen? Ich weiß es nicht. Warum noch 200? Also, PvP-Rauferei, brodelnde Küste ist im Moment aktiv. Ich weiß nicht wann, wie lange. Ich glaube, das ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Wenn ich das richtig gelesen habe, sogar nur testweise eher derzeit. Ich glaube, die nehmen das auch wieder raus oder so. Ich glaube, die wollten damit nur mal probieren, ob das so klappt, wie sie sich das vorstellen. Bin mir da nicht 100% sicher. Aber ich glaube schon. König Rin wird zufrieden sein, wenn er von unserem Sieg hört. Für die Allianz. Für die Allianz, mein Freund. Für die Allianz. Mega geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ist recht schnell vorbei, muss ich sagen. Aber ich wollte es euch nicht enthalten. Ja? Ich wollte es euch jetzt auch mal zeigen. Und ja, da ist es. Ja? Könnt ihr auswählen. Ich gehe mal raus aus dem Ding und dann zeige ich es euch kurz. Komm, zeig. Schneller. Und zwar, wenn ihr in den Schlachthofsbrowser geht, hier Spiel gegen Spieler, ne? Und hier die brodelnde Küste. Endet in 21 Stunden. Das heißt, also für mich jetzt, ich werde diese Folge schnell fertig machen und noch heute raushauen. Könnt ihr also noch testen. Ne? Könnt ihr also noch checken. Endet in 21 Stunden. Also habt ihr noch ein bisschen Zeit. Aber ich werde die heute auf jeden Fall raushauen. Das heißt also, heute am Dienstag, am 6.3. ist die noch rausgekommen. Und ich habe es ja gerade jetzt erst aufgenommen um 10 Uhr und 8. Ja? Wenn ihr das ganz genau wissen wollt, könnt ihr also noch auswählen. Macht es auf jeden Fall, wenn ihr mal Bock auf sowas habt. Und das hier ist ja Arena-Geblänkel. Ich suche immer noch meinen zweiten Mate. Ich hatte ihn eigentlich, aber der ist irgendwie ein bisschen lahmarschig mit dem Leveln. Aber egal. Ja. Also, goldene Küste, haut rein, PvP und so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Battlegrounds oder irgendwas anderes. Ja? Haut rein. Tschüssi.